Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Erste FC Köln gegen Hamburger SV, das war früher wirklich ein richtiger Klassiker. Davon ist heutzutage leider nichts mehr übrig geblieben. Nee, gar nicht mehr und genau mit diesem Unterschied beschäftigt sich auch unser Motto, allerdings auf eine sehr eigene Art und Weise. Das Motto lautet FC Leicester, HSV Letzter. Oder das Letzte hier, wie eng das ist. Allerletzte. Allerletzte. Schön, hast du wieder gekauft. So, als allererstes mal herzlichen Dank an Thomas Pohlmann für die Anregung zu diesem Motto. Ja, super. Wir sind sehr happy damit. Leicester hat einfach gezeigt, dass man mit viel Arbeit ja, Träume wahr werden lassen kann. Und da fragt sich der FC-Fan, so wie wir, ja, warum sollte das nicht auch bei uns mal gehen? Ne? Ja, müsste doch eigentlich möglich sein. Und HSV Letzter, ja, was soll man zu der Truppe noch sagen? Also wirklich seit Jahren dümpeln die da unten rum. Mindestens dreimal sind sie dem Abstieg so richtig knapp von der Schippe gesprungen. Und da kann man auch mal zurückblicken auf unser Motto aus dem letzten Jahr, das es auch belegt. Damals haben wir gesagt, unsere Stunde kommt, eure Uhr läuft ab. Ja. Und apropos Uhr ablaufen, Bruno Labbadia da oben im Gespräch mit Thomas Wagner. Dessen Uhr ist schon abgelaufen. Und ich muss nur sagen, ganz ehrlich, diese Uhr, ne? Ihr kennt das Ding. Ne? Guck mal, dieses schäbige Ding da, ne? Was die da an der Bande hängen haben, wo sie so stolz drauf sind. Das läuft die ganze Zeit, seitdem sie in der Bundesliga sind. Ja? Was machen die denn jetzt, wenn die absteigen? Stellen die das auf Null? Ja? Reißen sie das schamvoll ab? Ich weiß es nicht. Ja? Also ich würde es wahrscheinlich abreißen. Und das nächste wirklich genauso schäbige Ding. Das noch ist, viel schlimmer. Noch ist schlimmer. Dieses Maskottchen. Oh. Der Dino, den können sie auch wegschmeißen, wenn sie abgestiegen sind. Was passiert mit dem Dino? Wir wissen doch alle, was mit den Dinos damals passiert ist, oder? Ja. Da kam der böse Meteor und ich würde mal sagen, bumm, bumm hat's gemacht. Und weg. Wahnsinn. Und da muss man sagen, wie das Maskottchen, so die Mannschaft, ja, die spielen, als wären sie auch schon ein bisschen länger tot. Ne? Ja, und unter der Woche haben sie natürlich zugegebenermaßen nochmal gezuckt bei diesem großartigen 4:0-Sieg in Halle. Aber wenn alles glatt geht, müsste der Gisdol eigentlich schon wieder kurz vor dem Abschuss stehen. Wobei sie hatten sich jetzt ja eigentlich auf den Didi Beiersdorfer als Sündenbock eingestellt. Ja, oder? Ja, aber ich glaube, im Februar im DFB-Pokal sehen wir weder den einen noch den anderen. Ja, da sind die beide weg. Ja. Und dann, weißt du, was wir auch nicht sehen? Das Volksparkstadion. Denn dem Verein geht es so schlecht, die müssen das verkaufen. Anders ist es nicht zu erklären, dass sie im Februar am Millerntor gegen uns spielen wollen. Sowas war peinlich. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Jetzt kommen sie auch noch komplett ohne Abwehrspieler zum Auswärtsspiel nach Köln, weil die Abwehr entweder gesperrt ist oder verletzt ist, was uns natürlich sehr entgegenkommt. Vielleicht gehen sie sogar so weit, dass sie jetzt den Didi Beiersdorfer plötzlich wieder in die Innenverteidigung stellen. Ein Job für Didi Beiersdorfer? Ja, als Sportdirektor klappt es ja nicht, ne? Würde ich mal sagen, ne? Da lachst du dich kaputt. Und deswegen spielen wir auch im Karnevalstrikot, weil das alles so lächerlich ist. Aber ich würde mal sagen, Alaaf und 2 Kölsch auf 3 Punkte. Prösterchen. Juhu.